ne? Okay, hallo Leute, sorry für die Verspätung. Kathi ist leider nicht hier. Sie hat da ein paar andere Sachen. Aber ich habe eine Überraschung für euch und das ist Jule Brandt. Sie ist jetzt hier. So, ihr könnt, wir haben schon ein paar Fragen vorbereitet, aber ihr könnt auch neue Fragen stellen und wir machen ein bisschen. Wir machen ein bisschen von beides. Und jetzt ist Jule dann hier. So, die Frage hier ist für Kathi, aber wir können einfach deinen Namen sagen, ne? Ja, ja, ja. Okay, wollen wir hier anfangen? Das ist ein bisschen. Jule! Ist du! Jule! Ich kenne Ernie. Kathi, das Kathi. Ich kenne Ernie. Kathi, das Kathi. Ernie und Bernd. Wann knalle Frauen. Also, das ist für Kathi gewesen. Okay, das ist wirklich für Kathi. Okay. Wie seid ihr zum Fußball gekommen? Bei mir war es durch meinen älteren Bruder, der hat immer gespielt und im Verein dann irgendwann. Dann haben wir im Garten zusammen gespielt, immer und irgendwann bin ich dann mit im Verein. Und bei dir? Genau das Gleiche. Wir haben auch im Garten gespielt und dann auf einmal brauchte mein Bruders Team so noch eine Spielerin und dann hat meinem Eltern mich auf den Platz gestellt und da war ich nicht so zufrieden, aber am Ende war es trotzdem eine gute Entscheidung, weil jetzt bin ich komplett drin. Ja. Unsere Nummer 21. Ja, jetzt cool. Sind wir hier zusammen. Das ist verrückt. Ja. Und das sind hier noch drei? Oh ja. Hi. Hallo. Bexi. Das mag ich. Vicky B. Die haben das übrigens oft gefragt, wieso Biggie B, ob das dein Spitzname oh, ist. Oh, wieso Biggie B. Oh ja, erzähl mal. Ja, also wir haben einmal Uno online gespielt, so mit einer Gruppe und dann macht man gerne so ein bisschen Spitznamen und ich habe das einfach dasselbe gemacht, so Becky B, das war so, ja, Becky oder Bex und B wegen Blomqvist und dann war so Becky B und das war vor ein halbes Jahr oder so. Ja, und seit dann hat Jule mich immer so genannt. Aber dann kam meine schwedische Freundin nach Deutschland und dann haben die gesagt Becker B, weil das ist auf Schwedisch und jetzt sagst du Becker B. Ja, das ist ein Mix, mal so, je nach Stimmung. Und sie ist dann Jule Fire, aber das ist ich nicht, Jule Fire. Also nicht so lustig. Okay, gucken. Jule könnte mir eine Frisur schimmeln. Ja, ich muss an Kathi sein, deswegen habe ich mich ein bisschen angepasst. Oh, ich muss dazu sagen, die Mädels sind direkt vom Training hierher gekommen. Genau. Also keine Vorbereitung. Nee, keine Vorbereitung. So, das sieht man. Aber wir machen das trotzdem für euch, weil wir waren schon ein bisschen zu spät. Ja. Ja. Deswegen hatten wir keine Zeit. Ja. Wie geht's euch? Fragen wir. Gut. Gutes Wetter in Wolfsburg heute. Ja. Sehr gut. Sehr gutes Wetter. Okay, warte, was haben wir hier noch? Gefallen euch die neuen Trikots? Oh ja. Ich habe jetzt in der Hand. Also ich finde es schön. Ich auch. Ich finde es richtig schön. Also ich mag die weiße hier und weiße Stutzen mag ich auch. Ja. Ich glaube, man gewöhnt sich auch. Also wir haben nur ein Spiel gespielt, aber sieht gut aus, finde ich. Ja. Ja. Wir sind zufrieden. Ja, auch die Hosen mag ich gerne. Ja, magst du den lieber? Ich mag den Schnitt gerne, ja. Ja. Okay, Jule, Hattrick oder 5 Assists in einem Spiel? Hattrick. Ja? Hattrick. Und wenn es 4-3 zu einem anderen Team steht, so? Trotzdem Hattrick. Achso, wenn die gewonnen haben? Ja, aber das steht nicht das hier, steht nicht aber... Dann. Ja, nee, dann nicht. Trotzdem Hattrick. Trotzdem Hattrick, ist mir egal. Hattrick. Ja. Das ist kein Mannschaftssport, nicht Spaß. Nein. Nicht mehr Spaß. Schon eine Mannschaftssport. Saluti da Italia. Die Hosen sind auch ganz, sind wichtig. Hosen. Sind sehr wichtig. Ja. Ich bin stolz auf euch. Deutscher. Ja.